So, heute gibt's mal was hoffentlich Gesundes. Wir brauchen dafür Knoblauch. Ich glaube, da sind zwei Zehen drin, eine Zwiebel. Außerdem brauchen wir Petersilie. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Wir brauchen die nur zum oben drüber streuen. Wir brauchen 400 Gramm Champignons. Ich glaube, das sind nur 300, aber das sollte trotzdem reichen. Zwei Paprika. In dem Fall habe ich eine große grüne und eine kleine rote verarbeitet. Und das Gemüse ist hier am Start. Wir erhitzen einen Topf mit Wasser. Da kommen gleich die Nudeln rein. Und derweil braten wir Hackfleisch an. So, nachdem wir das Gemüse geschnitten haben, brauchen wir Nudeln. Die kochen hier schon mal. Ich habe Wasser aufgekocht. Da kommt jetzt noch Salz hinzu. Ich nehme Gagli frisch ein Nudeln. Ihr könnt aber Nudeln nehmen, wie ihr lustig seid. Spielt überhaupt keine Rolle. Die werden jetzt durchgekocht, anschließend abgeschüttet. Die werden jetzt abgekocht, 7 bis 9 Minuten. Und derweil erhitze ich hier etwas Sonnenblumenöl in der Pfanne. Und anschließend wird das Hackfleisch krümelig braun durchgebraten, circa 8 Minuten. Ein bisschen Salz dazu, Cayennepfeffer, normalen Pfeffer, bisschen abwürzen, das Ganze auch in die Nudeln, muss natürlich Salz, beides sollte gleich fertig sein. Und dann nehmen wir das Hackfleisch aus der Pfanne und stellen das erstmal zur Seite. Dann geht es weiter mit den Zwiebeln und dem Knoblauch im nächsten Schritt. So, die Nudeln habe ich abgegossen. Die sehen jetzt so aus und wir erhitzen in der gleichen Pfanne nochmal etwa einen Esslöffel Öl. Und als nächstes kommen dann die Zwiebeln und der Knoblauch dazu. Das Ganze etwa 2 bis 3 Minuten braten, bis es ein bisschen glasig ist und dann geht es auch schon mit der Paprika weiter. So, ich würde tatsächlich mit den Zwiebeln starten. Die werden jetzt mal leicht hier angedünstet bei niedriger Temperatur, bis sie ein bisschen glasig sind und dann geht es weiter mit dem nächsten Gemüse. Den Knoblauch würde ich noch ein bisschen aufbewahren, nicht dass der verbrennt sozusagen. So, ich denke, das passt schon so halbwegs und als nächstes kommen jetzt die Paprika dazu, die Pilze und auch der Knoblauch. Das Ganze sieht jetzt so aus. Nach etwa 5 bis 6 Minuten, wenn die Flüssigkeit verdampft ist, sollte das Ganze hier in etwa so aussehen. Die Pilze dürfen ruhig auch etwas Farbe annehmen. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Dann kommt jetzt das Hack hinzu und die Nudeln.